Jetzt rechts abbiegen. Nach der Einsatzbesprechung und einem ergiebigen Frühstück haben wir uns auf die Fahrt begeben nach Salzgitter, um dort eine Kundgebung abzuhalten, die auch im Großen und Ganzen sehr erfolgreich war. Trotz der Einschneidungen durch Polizei und Behörden konnten wir unsere Meinung in Lautstärke dort kundtun und auch die Gewerkschaftsmitglieder, die dort aufgerufen wurden, gegen uns zu demonstrieren, mussten sich unsere Argumente anhören. Den FDP-Kandidaten auf Listenplatz 2, Stadtrat in Fienburg und Kreistagsabgeordneten Goslar, Patrick Kalmay. Hallo Salzgitter, wir sind hier auf unserer dritten Station der Niedersachsen-Tour der NPD zur Landtagswahl. Und auch in dieser dritten Station mussten wir uns unser Recht auf Versammlungsfreiheit erst einklagen. Pfui Teufel, Herr Bürgermeister! Danach ging es weiter nach Goslar. Dort gab es entgegen unserer Planung einige Zwischenfälle. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns auch dort durchgesetzt und konnten erfolgreich unseren Tag beenden. Es geht hier nicht darum, die Ausländer generell als Kriminelle anzuklagen, sondern es geht um das Verbrechen an sich und der hohen Ausländerquote dabei. Die Massenmedien verschweigen in ihrer Berichterstattung über Straftaten oft die Herkunft der Verbrecher. Die Nationalität der Straftäter wird lediglich benannt, wenn es sich dabei um einen Deutschen handelt. Ist der Straftäter jedoch ausländischer Herkunft oder Staatsbürger mit Migrationshintergrund, so wird es geflissentlich verschwiegen. Tatsächlich weist mindestens jede vierte Tat, also mehr als 25%, auf einen Ausländer und Migranten hin, laut Statistik des Bundes. Wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich höher ist. Die nächsten Stationen sind am Freitag Osnabrück und Lingen und am Sonnabend Leer und Oldenburg.